Ja, und ein herzliches Hallo wieder zu MotoGP 15. Im Regen von Jerez geht's los. Ich habe knapp die Pole vor Zacker geschafft. Und ich würde sagen, starten wir gleich das Rennen. Hier bei nassen Verhältnissen. Quali war komplett verregnet. Und im Regen, also hier ist jetzt abtrocknete Strecke angesagt. Dahinter mit meinem Teamkollege. Alle gut weg. Auch folgerecht sehr gut weggekommen. Könnt sogar auf die 4 vorstoßen unter Umständen. So, erste Kurve mal aufpassen. Genau. Und da kommt schon Zacco. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich als erster hier durch die ersten Schikanen durch. Aber Zacco weiß natürlich, er muss auch alles geben. Will er wieder hier seinen Weltmeistertitel verteidigen. Am Körper gekommen. Loser der Abstand, das passt. Ja, auch Zacco hier sehr vorsichtig. Und da hinten fahren, geht schon ein paar weit. Oh, Salom hinten mit Crash. Ja, der ist auch nicht so gut drauf. Kommt man nicht so wirklich zurecht hinter Motor 2. Das Rie war da ein bisschen besser unterwegs eigentlich. Und du noch mit Problemen. Los macht er schon Druck auf mich. Zacco, mach schon ein gutes Tempo. Bin ich nicht ganz mitgekommen jetzt mit ihm anscheinend. Da fährt auch gleich die schnellste Runde. Ja, jetzt entscheidende Phase. Jetzt dürfen wir nicht davon kommen lassen. Wenn wir hier noch einen dicken mitreden wollen um einen Sieg. Ah, hier ein bisschen mein Sektor, das ist gut. Jetzt ran in den Windschatten, wäre ganz cool. Sehr gut, die da hinten ein bisschen abgeschüttelt. Ich bleib dran hier, an Zacco. Eieiei, eieiei, sorry. War eigentlich gar nicht so geplant. Hab schon gehofft, hoffentlich kein Sturz. Aber vielleicht kann er mich auch wieder überholen. Ja, im Prinzip bei sowas, wenn man den Überholvorgang gar nicht machen wollte, wäre eigentlich aus und grundsätzlich besser, dass man eben nicht kollidiert oder so. Im Trockenen geht das natürlich ein bisschen schneller. Die nasse Linie hier in Jerez habe ich nicht ganz so hundertprozentig drauf, leider. Gerade hier mein mehr oder weniger Lieblings-Grand Prix ist leider verregnet, das ist natürlich schade. Jetzt von mir die schnellste Runde. Ja, 45,9. Mal schauen, ob Zacco hier in der Runde noch einmal rankommen kann. Ja, leicht Unruhig wieder hier am Körb, leicht links angekommen. Ah, schaut momentan relativ gut aus.
Ah, da kommen sie schon wieder. Jetzt habe ich das einmal halbwegs gut erwischt. Schon früh reinlegen. Und raus geht's schon in die vierte Runde. Ja, jetzt sind wir Gott sei Dank vor ihm. Durch das ungewollte Überholmanöver. Ja, Platz 4 und 5 fehlt da. Was mache ich mit meiner Angst? Ich soll nicht so viel auf die Anzeigen schauen. Einfach nur aufs Rennen konzentrieren. Mehr muss man gar nicht machen. So einen leichten Blick nach hinten, okay. Dann sofort wieder nach vorne. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. War zwar am Körper, ich habe weder Gas gegeben noch gebremst, weil ich eben weiß, dass ich am Körper bin. Und bin ich mit trotzdem weggerutscht, okay. Auch nicht schlecht. Scheiß Regen, sage ich nur. Gibt's ja nicht. Ja, von 1 auf 6, so schnell kann es gehen. Mit den Rest wird es aber schwierig, wieder vorbeizugehen. Ah, ganz schlechter Winkel, gibt's ja nicht. So weit weg sind sie aber nicht, das ist zumindest mein Vorteil. Ah, noch nicht ganz gut hier aus der Kurve raus. Jetzt hier, wo meine Stärke ist, rangefahren und im Idealfall gleich einmal ein Rins vorbei oben. Folger direkt hinter Tito Rabat, diesmal Folger wieder gut unterwegs. Ja, geht sich hier noch nicht aus, dass wir vorbeigehen an den Rins. Naja, leider nicht. Ah, das reicht auch noch. Das reicht auch leider nicht. Ja, genau das habe ich mit den Unfällen gemeint. Die sollte man über die Saison jetzt minimieren. Der war auch eigentlich unnötig, aber... ist das Motorrad auf einmal weggebrochen. Ja, weiß Körb, nass, scheiße, aber deswegen eben kein... Bremsen, kein Gas geben. Aber irgendwie bin ich doch weggerutscht. Ja, das mit Tripod und so, ja, man trifft es halt nicht immer so hundertprozentige Kurve, das ist ja leider. Boah, sorry. Puh. Ich glaube, da war ich ein bisschen zu spät. Ja, dafür kann man jetzt angreifen. Noch einmal, Rins, jawohl. Der verliert schon ein bisschen Anschluss hier an Folger. Okay. Der Bremssprung passt auch nicht mehr so, wie man den eigentlich gedacht hätte. Ja, hier raus, das Motorrad immer unruhig, da hat es wieder irgendwas im Spiel, ich weiß nicht. Auch schon im vorigen Jahr immer, es gibt immer so eine Stelle, wo das Motorrad einfach hinten unruhig ist, beim Rausbeschleunigen.
Keine Ahnung, was das liegt. So, jetzt können sie aber gehen. Versuchen wir uns vorbeizuschleichen. Rinz will aber Count an ihnen. Ja, Scheißdreck. Dann nicht die nötige Traktion. Versuchen wir noch einmal. Ja, ganz leicht blocken, dann soll's gehen. Ja, hier nicht einfach zu überholen, hier in Jerez. Ah, da wird jetzt Zarko vorne jubeln. Runde 6 von 10. Na, jetzt muss leider Jonas Folger dran glauben. Sofern wir ihn erwischen, ja, kann ich ganz mitgehen mit Dieter Rabatt, aber was ein gutes Rennen von ihm heute. Aber jetzt passt das wieder hier mit dem Bremspunkt. Ja, rausbeschleunigt wieder. Schlecht, schlecht, schlecht. Hier unruhig beim Anbremsen. Eieiei. An jeder Stelle wieder was einen. Das Hinterrad ein bisschen wegzieht automatisch, egal was man macht. Immer nur eine Stelle, witzigerweise. Jawohl, dran an Folger. Sehr schön. Ja, schön. Schön vorbei. Wunderbar. Jetzt hier mein Teamkollege. Hatte eine Teamorder, dass er mich WM-technisch vorbeilassen muss, aber ich glaube nicht. Ja, ganz schlecht, die Kurve erwischt leider. Ah, hier raus ist auch ein bisschen unruhig, das sind die zwei Stellen. Ah, schlecht, jetzt hätte ich keinen Rabatt überholen. Und sogar schnellste Runde von mir, obwohl die so scheiße war eigentlich. Man sieht, ich gehe schon ein bisschen mehr Risiko als eigentlich gewollt, zum Beispiel dann an der ersten Stelle. Ja, dranbleiben. Ah, könnte eng werden. Dass ich jetzt so weit gehe, hätte ich mir gar nicht gedacht. Okay, ist abgespeichert, macht nicht viel Sinn, ihnen da einen dicken später versuchen zu bremsen, das bringt nichts. Er geht dann ohnehin wieder durch. Nach der haben wir noch immer zwei Runden, um Tito abzufangen und zumindest den dritten Platz einzufahren. Da war vorher vielleicht noch ein bisschen der Gedanke dabei, eventuell doch noch an die zwei ranzukommen vorne. Unter Umständen. Ah.
sich wieder nicht ganz ausgegangen. Ja, wie wird das heute noch enden, letzten zwei Runden gegen meinen Teamkollegen? Na, jetzt bin ich hier mal gut raus, das ist sehr schön. Wunderbar. Es ist immer wichtig, dass da hinten ist auch, dass man gut rauskommt. Da kann man schon hier vorher vorbei. Und nicht das Risiko da vorne eben hier bei der Haarnadel. Ah, so klappt das jetzt alleine auch wieder halbwegs die Kurve. Ah, an die zwei ran. Das ist das Risiko eigentlich jetzt nicht wert, dass er wieder vielleicht stürzt sogar. In der Strecke ist zwar ein bisschen abgetrocknet schon, aber eben am Körper ist noch nass. Das ist eben noch viel gefährlicher eigentlich, als wenn es komplett vielleicht nass wäre. Dann wird man vielleicht auch ein bisschen übermütig. Ja, man kann da nicht viel steiler vom Winkel her leider. Ich glaube, jetzt fehlt uns eine Runde, dass wir hier an Zarco und Lowe's noch rankommen. Ich rutsche schon weg hinten. Ja, wieder ein Rundenrekord von mir. Gut, sollte zumindest Lowe's vor Zarco sein, würde mir das auch schon ein bisschen helfen. Und ich komme noch ein bisschen ran, aber im letzten Sektor bin ich leider zu langsam. Ja, letzte Runde hier in Jerez. Plus Sturz. Boah, das war fast ein bisschen zu riskant. Ja, hat bloß schon gemerkt, dass ich da bin. Letzte Schikane. Vielleicht können wir da was probieren. Ah, da bin ich jetzt zum dicken. Vielleicht zu spät raus. Oh, da quetschen wir noch rein. Oh, bisschen unruhig hinten. Windschatten noch von Zarco mitgenommen und doch noch auf die zwei. Ja, da freuen wir uns zurecht. Da haben wir noch Sam Lowe's eingeholt. Ein bisschen angelehnt in der letzten Kurve, aber das war schon. Heieiei, noch rangekommen sogar. Nach dem Sturz hätte ich es nicht gedacht, dass ich die ersten zwei noch erwische. Aber ich musste doch ein bisschen mehr Risiko gehen, als wie jetzt vorne alleine auf der 1 vielleicht gefahren wäre. Hat sich aber ausgezahlt im Endeffekt. Jonas Folger, guter Fünfter. Rins, Kallio, Simio. Und die ganzen übrigen Verdächtigen. Ja, der Sturz war zwar jetzt relativ negativ, muss man sagen. Das einzige Negative war das andere. Das Aufholen war dann wieder geil, haben wir wenigstens mal im Holmanöver auch gesehen. Ja, ich fand's ganz geil. So, Zarco, achso, jetzt habe ich gar nicht gesehen, war jetzt Zarco vor oder hinten? Achso, Blödsinn, aber vor mir, genau, los, der nur Dritter. Zarco, ja, 10 Punkte hinter mir. Los 13 auf 73 Punkte, also da ist alles drin. Alles drin hier. Rabatt mit seinen 55. Dann Rins, Folger, Kallio vorbei, Lütte und Morbidelli. Marquez 4 Punkte. Naja. Level 79. Aber da kommt glaube ich nichts mehr, Level technisch. Definitiv ein guter Tag für ihn, denn er hat ja nicht nur 20 wichtige WM-Punkte, sondern auch die Erkenntnis gewonnen, dass noch bessere Platzierungen möglich sind.
Genau, ohne Sturz zum Beispiel. Ja, ich glaube, ohne Sturz hätte man das auch geschafft. Außer wir wären eben unkonzentriert gewesen und wären so irgendwo noch extra rausgefahren. Aber gut, haben wir eh gehabt im Endeffekt, dass wir da weggerutscht sind. Vielleicht war ich noch einen Millimeter oben, irgendwo auf dem Gas oder auf der Bremse, ich weiß nicht, aber grundsätzlich wollte ich nur drüber rollen. So, Rossi, sehr schön. Jetzt 19 Punkte vor Marquez. 22 vor Lorenzo, Kampfansage von Valentino Rossi, dass er wieder Weltmeister werden will. Kind, ja, da ist auch alles klar soweit. Und es geht nach Le Mans wieder, Freunde. Da sollte normalerweise regnen, aber wenn es jetzt in Res schon geregnet hat, können wir zumindest mal in Le Mans ein trockenes Rennen schaffen. Und ja, da könnten wir durchaus gewinnen, auch wenn wir ein solides Rennen und alles schaffen. Das aber dann wieder mal das nächste Mal, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder in Frankreich. Bis dann. Ciao, ciao.